Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Maria Kakiaki hier online neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Maria, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung, Silke. Sehr gern. Wundert euch nicht, liebe Zuschauer, wir haben ein bisschen Zeit versetzt. Also es kann sein, dass die Maria auf meine Frage, dass es ein paar Sekunden dauert, bis Maria reagiert. Das ist einfach so eine technische Sache, aber es geht ja heute hauptsächlich um den Inhalt. Und heute habe ich mir ein wichtiges Thema rausgesucht. Wir wollen darüber sprechen, ob Chlorophyll giftig ist. Ich habe, ist schon ein paar Monate her, ein Interview oder ein Video gesehen, da hat ein ehemaliger Rohköstler, der jetzt ja wieder der tierischen Ernährung zugetan ist, hat so ein paar andere Rohköstler analysiert. Da war dann eine Frau dabei, die auch sehr rohkostorientiert sich ernährt, und die hatte dann unter anderem einen grünen Smoothie getrunken. Da kam dann von ihm so ein Nebensatz, na, Chlorophyll ist auch toxisch oder giftig für uns. Und dann habe ich mir gleich gedacht, also da muss ein Video her, und habe ich gleich an die Maria Kakiaki gedacht, weil die Maria ist so für mich die Expertin, was Chlorophyll angeht. Du hast ja auch mehrere Chlorophyll-Kongresse schon gemacht. Ich werde euch auf alle Fälle die Webseite von Maria unten drunter verlinken, und ihr habt auch die Möglichkeit, die Chlorophyll-Pakete euch anzuschauen und auch zu erwerben. Werde ich euch auch einen Link unten drunter setzen, auch immer sehr interessant. Ich glaube, Maria, du hast mich auch für einen Chlorophyll-Kongress, wurde ich auch interviewt, ne? Wir hatten da auch schon miteinander zu tun, mindestens einmal. Genau, auf alle Fälle spannende Interviews rund um das Thema Chlorophyll, ne? Wie wertvoll auch Chlorophyll für unsere Gesundheit ist. Und das ist nämlich jetzt mal so die Gegendarstellung. Also Chlorophyll ist überhaupt nicht toxisch oder schädlich für uns. Und ich werde jetzt gleich mal an die Maria abgeben. Sie hat ja auch das Buch Krasshaft, das neue Lebenselixier geschrieben. Das steht schon seit Jahren bei mir in meinem Bücherregal. Ich habe das auch ich habe ja ein E-Book geschrieben, Gesund, Grün, Essen. Da habe ich auch einige Zitate von Maria mit übernommen, weil ich das einfach so als wertvoll empfunden habe. Ja, das Buch werde ich auch unter diesem Video verlinken. Und ich gebe jetzt gleich mal an die Maria ab. Maria, erzähl uns doch mal bitte deine Sichtweise. Wenn ich dir jetzt sage, da sagt einer, Chlorophyll ist toxisch, ist schädlich für uns, würde ich gleich mal, wie ist deine Reaktion? Was kannst du uns über Chlorophyll sagen? Also wenn ich zu das höre, Chlorophyll, wenn jemand sagt Chlorophyll, also Chlorophyll hast du ja nicht in der Pflanze, also nicht isoliert irgendwo, sondern es ist ja immer in einem Pflanzenverbund. Also wenn jetzt jemand sagt, Chlorophyll ist toxisch, dann würde ich mir immer die Pflanze anschauen, wo ist es drin? Ich meine, dass wir nicht aus Nachtschattengewächsen uns irgendwie Smoothies machen oder Säfte machen, ich meine, das sollte eigentlich klar sein. Genauso nicht aus irgendwelchen Wildkräutern, die jetzt so den Menschen nicht zuträglich sind. Also man, das ist eine klare Sache. Also ich würde das immer so aufmachen auf die Pflanze, also die Pflanze per se. Wenn das eine essbare grüne Pflanze ist, dann würde ich mal das anders aufmachen und würde mal sagen, dass das ist so der Punkt, wo die Menschheit den roten bzw. grünen Faden verloren hat, wo die Menschen angefangen haben, einfach Industriekost zu essen. Früher war einfach viel grün, alles frisch vom Garten, also super regional. Und irgendwann hat man dann mal so auf Weißmehl und Co. Einfach viel gesetzt. Und die grüne Geschichte ist einfach verloren gegangen. Aber ich meine, das ist eigentlich genau das, was wir Menschen brauchen. Also du kennst wahrscheinlich, oder vielleicht für die Zuschauer ist das neu, ein japanischer Chemiker, Apotheker, der Yoshihide Hagiwara, der hat einmal nach der Pflanze gesucht, das optimal unseren menschlichen Nährstoffbedarf einfach erfüllen kann. Und er hat so an die 230 Grünpflanzen analysiert und hat dann einfach gerade gefunden, bei ihm ging es halt dann einfach auch gerade um beispielsweise Getreidegräser und so. Und er hat halt einfach festgestellt, dass genau mit diesem Grün, ja, in diesem Verbund, da ist genau das drin, was unserem menschlichen Bedarf am allernächsten kommt. Ja. Und viele wissen ja gar nicht, dass das Chlorophyll, dass dieser grüne Farbstoff in den Pflanzen ja unserem Blut,
dem Hämoglobin recht ähnlich ist. Ne? Die sind fast ähnlich aufgebaut, nur das eine hat den Mittelpunkt Eisen, das andere Magnesium. Und ich habe auch mal, ich glaube, das habe ich auch mal im E-Book geschrieben, ich habe ja auch viel dann im Rahmen meines E-Books über Chlorophyll gelesen und war eigentlich so fasziniert, was ich da gefunden habe, dass, ja, dass man, es gab verschiedene Studien, weder oral noch wenn man Chlorophyll injiziert, ist es toxisch. Also man hat sogar herausgefunden, dass wenn Menschen unter Blutarmut leiden, dann kann das helfen, wenn die Menschen viel grüne Säfte trinken, dass wieder Blut gebildet wird. Also Chlorophyll unterstützt ja auch die Blutbildung, die Wundheilung, stärkt das Immunsystem. Es hat ja so tolle Eigenschaften. Also ich bin immer fasziniert. Und mit Grün beginnt ja auch das Leben, ja. Also die Pflanzen bilden Chlorophyll und die Pflanzen werden von Tieren gegessen. Und manche Menschen essen eben auch Tiere. Also ohne das Grün könnten sie ja keine Tiere essen. Wir, Maria, wir sind ja eher so, wir essen dann eher gleich das Grün, ne? Wir essen Grün in verschiedensten Formen. Du bist ja auch, du ziehst ja auch gern Mikrogrün oder so selber Grün. Und das ist so wertvoll, gerade im Winter hier, wenn wir keine oder weniger regionale Lebensmittel haben, so frische, weniger frisches Grün, finde ich das einfach so wertvoll, ja, das einfach mit zu integrieren. Und ich nutze schon so lange Jahre Grün und du ja noch viel länger. Das war ja, glaube ich, ne, ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt sehr rohkostorientiert unterwegs? Also ich habe angefangen 95. Und wenn ich mich recht erinnere, ist Grün immer ein wesentlicher Bestandteil gewesen in deiner Ernährung. Ja, genau. Also das war, ich glaube, das war 5 oder 96, wo ich mal so die Power der frischen Getreidegräser entdeckt habe. Und das war für mich so dieser Aha-Effekt, weil man dachte, okay, wenn das geht, was geht denn sonst noch alles? Und also für mich, also weil du gerade gesagt hast, manche essen einfach so die Tiere oder manche essen so, ja. Für mich ist einfach eine Diskussion, so welche Ernährungsweise ist so die Top-Ernährungsweise. Also zuallererst kommt für mich, wie hoch ist der Grünanteil in deiner Ernährung? Das war für mich so die oberste Priorität, weil viel Chlorophyll in der Ernährung bedeutet gleichzeitig wesentlich bessere Sauerstoffversorgung, also viel im Körper funktioniert wesentlich besser. Und deshalb, also wir kennen alle die, also ich kenne das halt von Klienten, die dann sagen, ich ernähre mich rohköstlich, ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich vegetarisch, dann sage ich, das muss noch nicht unbedingt gesund sein. Ja, also jetzt werden die Rohköstler tief Luft anhalten, wahrscheinlich. Aber das ist halt einfach also also wenn jemand so stark im Frucht und teilweise auch im Trockenfrucht und im Nussbereich ist, dann muss das jetzt nicht unbedingt der Überflieger für den Körper sein. Ja, ich meine, jeder ist komplett anders. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, kann man mal so stehen lassen. Aber für mich wäre einfach, okay, wie schaut dein Grünanteil aus? Weil in dem Moment, wo ich den Grünanteil erhöhe, also da gebe ich einfach so die maximale Unterstützung für die körpereigenen Prozesse. Ich aktiviere das Selbstheilungssystem. Ich unterstütze das Immunsystem. Da braucht man alle eine gute Portion davon. Also für mich, Grün ist nicht zu toppen. Wobei man natürlich dann schon irgendwie differenziert, okay, was an Grün nimmst du so? Klar. Ja. Gerade die Wildpflanzen, die haben ja auch einen hohen Mineraliengehalt, auch Graspulver. Du hast ja auch, wie habe ich ja schon erwähnt, über das Grassaftpulver in Buch geschrieben. Die grüne Lichtkraft hast du ja auch rausgebracht. Und das schmeckt man einfach, das vitalisiert einfach. Und wir haben jetzt wirklich ein langes Vorgespräch gehabt. Und wir haben ja schon ein neues Videothema, wo ich dich gebeten habe. Da wollen wir auch mal über die Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen sprechen, wie wir das begleitet haben. Da hast du auch ganz tolle Tipps. Und das spielt Grün auch wieder eine Rolle, weil es auch die Zähne schützen kann. Und ich weiß, in deinem Buch über die grüne Lichtkraft, da hast du dann auch empfohlen, wenn man zum Beispiel Grassaftpulver trinkt, ruhig auch mal ein Basenbad im Mund zu machen für die Zähne. Das habe ich dann wirklich für mich so übernommen und hatte das, glaube ich, auch in meinem E-Book, da hatte ich dich zitiert und ich finde das einfach so genial. Das ist so eine geniale Idee. Gerade auch, wenn man mal was Süßes isst und auch Trockenfrüchte, Früchte, auch rein, wenn man jetzt im Rohkostbereich, Trockenfrüchte, Früchte, dann kann man auch einfach mal danach auch was Grünes essen, ob das jetzt ein Salat ist oder Wildkräuter, Löwenzahn, empfiehlst du ja da auch gern, ne, um die Zähne zu stärken. Aber man kann auch einfach auch mal ein bisschen Grassaft trinken, also das Pulver mit Wasser vermischen und dann ein Basenbad im Mund. Ich finde das so genial. Wenn ich jetzt die ganzen letzten Jahre zurückschaue, wie wertvoll für mich die grüne Ernährung war und ja, es unterstützt auch
Das basische Milieu im Körper, also für jemanden, der stark übersäuert ist, sind eigentlich grüne Säfte oder gerade die Lichtkraft. Grün ist ja nicht gleich grün. Man muss auch immer schauen, wo kommt's her. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so einen stark pestizidbelasteten Salat aus dem Supermarkt essen. Ich würde da schon auf Qualität achten. Und die grüne Lichtkraft, die ist ja auch auf vulkanreichen, also nee, mineralstoffreichen Vulkanböden. Es sind ja die Gräser kultiviert worden und das schmeckt man einfach auch. Also diese Mineralien sind dann auch in diesem grünen Pulver und das macht was. Also ich finde das einfach, dazu sagen, das ist toxisch, das finde ich ja schon fast, ja, das ist, wie sagt man, Fake News, wenn man so, sagt man so im Englischen. Also das ist eigentlich gerade für gesundheitsbewusste Menschen oder Menschen, die wieder mehr Vitalität, mehr Energie, mehr in die Balance kommen wollen, die ihren Körper entsäuern wollen, ist, finde ich, für, ist an meiner, ist aus meiner Sicht das Grün einfach unerlässlich. So. Sich damit zu beschäftigen. Also definitiv, ich kann mir eigentlich auch ein Leben ohne Grün überhaupt nicht vorstellen. Ja, also mein, das ist so für mich so die, das Lebenselixier. Also wirklich so, ich sage auch manchmal gern ganz flapsig, dass also die Geschichte mit Asterix und Obelix, also der Zaubertrank, der könnte ruhig ein Grasshopper gewesen sein, weil das ist einfach so das, was ultimativ Power gibt. Und ich werde oft einmal gefragt, also weil ich habe so einen Schlafbedarf, der, also wenn es hochkommt, einmal 4 Stunden sein, also das ist mein Durchschnittsschlafbedarf. Wie machst du das? Ich, weil ich einfach enorm, jetzt würde ich mal sagen, ganz flapsig gut gedopt bin, aber in Form von Grün. Ja. Und du hast doch mal gesagt, in einem Vorgespräch zu einem anderen Video, dass du auch gar keine Nüsse isst, also gar nicht so was Schweres, ne? Also viele, ich kenne das ja selber auch, als ich mit Rohkost gestartet bin, da waren doch auch ein gewisser Teil Nüssen einfach drin, um das zu kompensieren, die Kochkost vorher. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit reinspielt, ne? Diese schwer verdaulichen Nüsse sind weg und viel Grün, ne? Dass das da mit so reinspielt. Da habe ich mir gedacht, oh, du hast mir auch mal erzählt, dass du Phasen, wo du nur 2 Stunden schläfst und dass du es dir aussuchen kannst, ob du früher, als deine Kinder noch klein waren, ob du dich mit hinlegst, 2 Stunden schläfst oder ob du einfach irgendwann erst um 2, um 3 ins Bett gehst. Und da habe ich gedacht, oh, ich habe auch manchmal das Gefühl, mein Tag könnte mehr Stunden haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles reinpacken kann. Und dann höre ich dir, also ich schlafe nur meistens 2 Stunden, dann denke ich, ich möchte auch. Bei mir sind schon so 6, 7 Stunden tatsächlich. Aber ich merke auch, in gewissen Fastenphasen wird es auch weniger tatsächlich. Und ich habe ja schon verschiedene Fasten, sage ich mal, probiert. Auch das Trockenfasten, das ist ja wirklich ein sehr fortgeschrittenes Fasten. Das würde ich vielen Menschen gar nicht empfehlen. Aber da habe ich auch gemerkt, wenn ich das 2, 3 Tage mache, dann geht mein Schlafbedürfnis extrem nach unten. Da ist man ganz schnell wieder fit. Aber das ist wirklich sehr ein kritisches Fasten, wollte ich jetzt nur so am Rande erwähnen. Meine Erfahrung, da wird, geht der Schlaf auch drastisch nach unten. Ja, also was würdest du an grünen Lebensmitteln den Zuschauern empfehlen, so als Einstieg, wenn jemand sagt, also grün ist jetzt bei mir jetzt nicht so gerade so dabei, was würdest du für den Einstieg empfehlen? Grünen Lebensmittel wirst du so für den Einstieg empfehlen und ja, wie könnte man das dann einnehmen? Nee, du sagst jetzt für den Einstieg, ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass du da, dass ich jetzt Löwenzahn sagen werde, aber das ist natürlich nicht der Einsteiger, weil Löwenzahn hat natürlich einen ziemlichen Bitteranteil, aber Löwenzahn ist der absolute Überflieger. Löwenzahn ist natürlich super für Lebergalle, es hat einen netten Bohranteil, das macht Löwenzahn wieder interessant für Zähne und für die Gelenke. Wenn jetzt jemand einfach einen Einstieg haben will, also mein, ich habe einfach verschiedene Varianten, wo ich mein Grün mit einbeziehe. Also das ist nicht so die homöopathische grüne Blattl so am Tellerrand, sondern das ist ordentlich. Ja, also weil ich mag gern Salate. Also im Winter, ich freue mich immer, wenn der Indivi kommt. Oh, ja. Also das ist so meiner, den ich mir einfach vom Bioladen hole. Für Leute, die es eher geschmacksneutraler haben wollen, weil dann startet halt mal mit einem Feldsalat, Postelein und so weiter. Ich habe aber gleichzeitig auch meine Zucht zu Hause, also wie auch du, Silke, da wo ich einfach, also ich habe hier Reigras am Start und habe halt einfach so bestimmte Mikrogrüns, also die Sonnenblumen sind meistens da, die Erbsen sind da, also das ist einfach mal so der Klassiker oder Brokkolisprossen sind einmal ganz cool, ja. Und dann habe ich natürlich, wie du schon angesprochen hast, die grüne Lichtkraft und von allen davon nicht nur homöopathische Dosen, sondern Mengen. Also genauso auch von der grünen Lichtkraft, also ich starte da meinen Tag
wenn es wenig ist, mit 2 gehäuften Teelöffeln. Zu Kongresszeiten sind es immer mehr. Das ist auch abends garantiert nochmal vorm Schlafengehen meine Dosis. Und wenn ich zwischendurch irgendwie so, wo jemand anders sagt, oh, brauche ich einen Energy-Drink und Grassaft. Das ist für mich, ja, da wo ich sage, hey, ich brauche Nährstoffe. Warum gehen die Energie in den Keller? Nicht, weil wir einen Mangel an Energy-Drinks haben, sondern weil wir Nährstoffe brauchen, ja. Die Mineralien, genau. Ja, also genau, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, dass du auch mal 3 Esslöffel nimmst, dass das kein Problem ist, wenn man das mal, gerade in stressigen Zeiten, wenn man einfach merkt, man braucht das jetzt einfach, die Mineralisierung. Und das vitalisiert mich ja auch, so Grassaftpulver. Und ich löffel das sogar manchmal so und trinke das Wasser danach, weil es mir einfach so gut schmeckt. Also ich liebe einfach diesen Geschmack. Und was ich nochmal fragen wollte, du hast ja Endiviensalat erwähnt. Also ich mag Endivie auch total gern, aber ich presse es mir tatsächlich nur als Saft, als Monosaft. Wie bereitest du Endivie zu? Oder wie isst du das? Einfach so? Also wenn ich mir mal was Besonderes gönne, ja. Also ich meine, das ist selten mal, dass ich mir den schneide und mache mir irgendwie so ein bisschen Leinöl und irgendwie so was drauf. Sondern ich tippe den vielleicht gerne. Also mittlerweile, das ist einmal so, wo viele die Luft anhalten, wenn man Avocado sagt. Also ich war selber in Chile, finde das nicht prickelnd, was dort über die Bühne geht mit Avocados. Aber es gibt total coole Crowdfunding-Geschichten, wo man anderen wirklich nur helfen kann, die jetzt zum Beispiel aus Spanien oder Portugal kommen. Mhm. Und dann habe ich vielleicht eine gematschte Avocado, wo ich einfach dann herzhaft rein dippe. Also und das ist nicht nur so, dass ich ein paar Blättchen esse, sondern da kommt es einfach mal schon, also zu einer Mahlzeit, so ein Individuum, den esse ich selber. Mhm. So ein ganzes Stück davon. Und vielleicht auch noch, also mit Grün, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, jetzt gebe ich mir gleich mal so die volle grüne Kante, langsam. Also starte langsam. Also Grün hat megamäßige Effekte. Du wirst aber trotzdem langsam damit starten. Also nicht so den Turbo gleich von Anfang an. Was ja auch, wir ziehen ja auch gern Mikrogrün und Gräser. Was natürlich auch von Anfang geht, ist einfach Sprossen ziehen, Alfalfa, Brokkoli und die dann, also Alfalfa kann bis zu einer Woche wachsen. Da sind die Blätter grün oder Brokkoli auch so 4, 5, 6 Tage. Das ist auch ein guter Einstieg. Das ist mild und sind auch ganz viele Vitalstoffe drin, Mineralien, also super, auch Vitamin C. Und das ist für mich auch ein guter Einstieg gewesen damals mit den grünen Sprossen. Und ja, die kann man einfach gut, weil die sind noch nicht so Grassaft. Also ich mag ja den Grassaftgeschmack total. Manche empfinden das so als, oh, das ist aber herb oder sogar bitter. Also ich schmecke das schon gar nicht mehr. Also da muss sich der Gaumen auch langsam dran gewöhnen. Gerade auch die Wildkräuter Löwenzahn, Endive, die sind ja doch ein bisschen bitterer, ne? Auch viele andere Wildkräuter. Und da muss sich der Geschmack erstmal dran gewöhnen, weil ja bitter gar nicht mehr so in der normalen Ernährungswelt vorkommt. Also in der ganzen Industriekost nicht. Und früher waren zum Beispiel Blumenkohl, Gurken, das war viel bitterer. Also es gibt viele Gemüsesorten, die waren früher viel bitterer. Das hat man rausgezüchtet. Ich habe mal in Sardinien, da sind teilweise so Landgurken, schmecken noch manchmal bitter. Da ist mir das mal aufgefallen. Und ja, das kennen viele Menschen gar nicht mehr, den Geschmack bitter. Ne? Und ist aber, du hast ja schon erwähnt, Leber, gerade der Löwenzahn für Lebergalle, so wichtig für das ganze Verdauungssystem sind Bitterstoffe wichtig. Gerade auch, wenn mit diesem Zuckerüberhang, ne, wenn so viel Zucker gegessen wird, ist eigentlich so als Gegenpart bitter so wichtig, dass man so die ganzen Entgiftungsorgane und auch Verdauungsorgane unterstützt. Aber da kann man sich ja langsam so vortasten. Also grünes Bitter kam bei mir dann auch erst ein bisschen später. Das ist auf alle Fälle ein wertvoller Tipp. Erstmal mit milden Grün und auch beim Grassaft vielleicht erstmal mit einem halben Teelöffel oder einem Teelöffel erstmal ganz sachte anfangen und stark verdünnen, bevor man das vielleicht ein bisschen konzentriert oder mehr integriert. Also beim Grassaft gibt es auch den Trick, weil wenn du den Löffel pur in den Mund nimmst, dann ist es teilweise sogar ein bisschen salzig, weil es einfach so enorm mineralreich ist. Ja. Da können die meisten besser damit umgehen. Also Löffel in den Mund, Glas Wasser, idealerweise jetzt nicht atmen, einatmen. Ja, aber ansonsten einfach, das ist so die Variante, wenn jemand am Anfang so, oh Gott, die Löffel pur in den Mund Variante, die geht meistens gut. Ah, okay, ja. Und man kann ja das, was ich ja total gern mag, es ist jetzt eher für den Sommer, jetzt nicht für die Zeit, Wassermelone, ein bisschen Grassaft drüber und dann die Wassermelone löffeln. Oder wenn ich mir Wassermelone entsafte und dann Grassaft verrühren. Also das mache ich jetzt nicht so oft, aber oh, wenn ich das mal kombiniere oder auch so Bananeneis, Grassaftpulver rein, zack. Also man kann das schon auch ein bisschen für Rezepte verwenden. So,
Das habe ich alles schon mal ausprobiert, aber am liebsten mag ich es mono. Also ich bin da immer so für das Einfache. Am liebsten mag ich das Grashalmpulver mono oder grün. Ja, ich bin da auch eher, du bist ja auch jemand eher, der so einfach, hast ja beschrieben, Endivie in Avocado dippen und gut ist, ne? Also genieße das Grün auch eher einfach zu gedämpftem Gemüse oder mein Salat mit Sprossen, ein bisschen Hanfdressing, also eher einfach. Oder die Wildpflanzen pur draußen einfach. Ich finde es immer witzig, wenn ich da mit meiner Familie oder gerade mit meiner Mutter, die da gar nicht so gesundheitsaffin ist mit Ernährung, wir gehen durch den Wald und ich fange da an zu pflücken und da essen. Ich sage, was machst du denn immer? Essen, hier steht überall Essen. Löwenzahn, Brennnessel, Malve und da freut sich mein grünes Herz und ja, viele sind sich gar nicht bewusst, ne, wie viel man, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann wirklich schon den Weg so ein Stück weit gegangen ist, mit der Ernährungsumstellung, so eine Handvoll Wildgrün, das sättigt einfach so unglaublich. Auch so Weißdorn, so Baumblätter kann man ja auch essen. Und ich freue mich dann immer auf das Frühjahr, wenn man Baumblätter essen kann, ne? Also, wird ja so ähnlich gehen. Grün ist ja wirklich möglich, sich das ganze Jahr über mit Grün zu versorgen, ja. Und wir können einfach ganz klar sagen, Chlorophyll, in dem Verbund als mit einer Pflanze ist nicht toxisch, ist nicht schädlich. Es ist eher das Gegenteil der Fall, dass es unsere Gesundheit gut unterstützt und uns auch, wenn man wirklich auch auf die Qualität achtet, mit guten Mineralien versorgt und uns energetisiert. Also definitiv, da gebe ich einen Stempel drauf. Also grün in einem essbaren Pflanzengrün. Also gerade dieses Chlorophyll, ich meine, wenn wir jetzt Chlorophyll sagen, also da geht es ja nicht nur um dieses Molekül Chlorophyll, sondern da ist eine Fülle an basischen Mineralien drin. Da sind enorm, enorm viel sekundäre Pflanzenstoffe drin. Es ist enorm viel Eiweiß drin, weil es wird ja oft mal gefragt, ja, wo kriegst du dein Eiweiß her? Ja, ich würde mal sagen, wenn ich mich jetzt hammermäßig viel mit Grün versorge, dann habe ich da schon einen wirklichen hochwertigen Eiweißanteil, also in Form von Aminosäuren. Also da ist so viel drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da muss man woanders schon ordentlich den Teller aufladen, dass man überhaupt mehr auf den Nährstoffanteil kommt. Ja, auch Brennnessel ist ja sehr eiweißreich, gerade so von Frühjahr bis Herbst. Und wenn man sich einen Smoothie draus presst oder Brennnessel einfach so isst im Salat, da gibt es ja verschiedene, habe ich auch mal ein Video gemacht, so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten, Brennnessel roh zu essen, wie man die so verwenden kann, wirklich auch in der frischen Form. Und wissen halt viele nicht, ne? Gibt halt da auch viele, ja, Ablenkungen, um nicht wirklich sage ich mal, auf alternatives Gesundheitswissen zu kommen. Wissen wir ja, ne, dass da ganz viel Ablenkung und ganz viel Geschrei gibt. Aber genau, mit diesem Video wollte ich einfach nochmal, ja, für meine Gemeinschaft draußen, für meine Zuschauer einfach nochmal unsere Erfahrung beschreiben. Freue mich total, dass du uns auch hier so Einblicke gegeben hast, deine Erfahrung. Ich finde, ja, die eigenen Erfahrungen sind einfach immer die wertvollsten, als wenn man das mal irgendwo gelesen hat. Und hoffe ich einfach, dass für meine Zuschauer ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Aber ich denke mal, viele meiner Zuschauer wissen das. Grassaft oder dass Chlorophyll nicht toxisch ist, sondern dass er die Gesundheit unterstützt. Aber mir war es ein Anliegen, nochmal dazu ein Video zu machen. Danke ich dir sehr für deine Zeit. Und genau, ich werde alles von der Maria unten verlinken, die Webseite, auch den, ja, die Seite, wo man sich über die Chlorophyll-Pakete, über die Chlorophyll-Kongresse informieren kann. Du hast ja auch ein Zahngesundheitssymposium. Also wer sich dafür interessiert, das lief ja auch schon einige Male. Das werde ich auch unten verlinken. Und wir machen ja noch, ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr oder nächstes Jahr erst machen. Es gibt auf alle Fälle noch ein Video von uns zum Thema Zähne, Kinder und Jugendliche, ne? Wie man das gut begleiten kann, dass die Kinder wirklich auch lange von ich sag's jetzt mal wirklich so, wie es ist, von Zahnfäule verschont sind oder das gar nicht erst auftritt. Wichtiges Thema, was uns beiden auch am Herzen liegt. Ja, liebe Zuschauer, gern eure Meinungen, Gedanken, eure eigenen Erfahrungen zu dieser Thematik. Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video. Ja, wir wünschen euch eine wundervolle, harmonische Zeit. Mit viel Grün hoffen wir. Oder mit langsam mit Grün, je nachdem, ob ihr Einsteiger seid. Ja, habt eine gute Zeit und bis bald. Danke dir, Maria.